Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulsturm. Soulsturm, genau. Schön, dass ihr am Start seid. Nicht wundern, falls hier irgendwie eine andere Zahl steht an geretteten Mudokons oder ich eine andere Anzahl an gewissen Items im Inventar habe. Ich hatte die letzte Folge ja hier unten beendet, aber der Checkpoint hat nicht gespeichert, sondern... Also er hat halt vor dieser ganzen Aktion hier mit der Rettungsaktion gespeichert. Deswegen musste ich hier nochmal schnell den Hebel ziehen, die Mudokons hochklettern lassen. Und kann deshalb sein, ich weiß nicht, ob wir 64 das letzte Mal gerettet haben. Aber wir stehen jetzt auf jeden Fall wieder so, wie wir Ende letzte Folge da standen, zumindest was den Fortschritt angeht. So, ich nehme hier bloß nochmal ganz schnell die Sachen aus dem Spind raus und jetzt kommen wir halt irgendwie hier ans größte Problem. Und zwar, wir kommen hier oben nicht weiter, es steht in der Questings drinne: gehe an Bord und verschwindere, klettere zur vierten Plattform, nimm den Lift zum Bahngleis. So, jetzt ist die Sache, vierte Plattform sollte das ja hier eigentlich sein. Wir kommen aber halt nicht höher, ne? Hier backt zwar ein bisschen, wir können hier so halb durchbringen, aber wir kommen auf jeden Fall nicht hoch. Wir kommen hier drüben links nicht weiter. Die Mudokons sind hier den hinteren Weg gegangen. Und es gibt hier keinen weiteren Weg, um irgendwie wieder da hochzukommen. Was so viel bedeutet wie, wir müssen die ganze Strecke wieder zurück. Wir warten aber überall tausende Slicks auf uns. Und genau daran scheitert es aktuell. Dass wir hier wieder komplett runter müssen, aber die ganzen Slicks halt ausschalten müssen. Jetzt ist die Sache, wenn ich halt hier runterspringe. Nee, okay. Ich habe es gerade eben schon mal probiert, bin direkt wieder gestorben und dann musste ich das nochmal alles spielen und das... Ich möchte euch jetzt nicht vier Folgen lang denselben Scheiß zeigen. So, jetzt kommen die nämlich. Aber die haben wir direkt erwischt, das ist schon mal gut. Sind die jetzt auch gleich tot? Nee, tot sind sie nicht. Das heißt doch, wir können sie fesseln, oder? Ja. Jetzt haben wir schon mal die beiden. Jetzt bin ich schon mal weiter als in meinem ersten Versuch gerade eben. Müssen wir nur hoffen, dass es auch solche Slicks sind, die nicht wieder sich entfesseln und nach oben kommen. Nee, sind solche, die verschwinden. Sehr gut. Ich sag's doch, die sind mega aggro, die Typen. Und irgendwie ist im Hintergrund immer noch dieses ganze Mudokon-Gequatsche. Ich habe mal die Effektlautstärke ein bisschen runtergedreht, weil ich habe gemerkt in der letzten Folge, wenn hier diese 1 Million Mudokons hochklettern, dass man mich kaum verstanden hat. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Wie willst du die hier am besten ausschalten? Wenn ich runterspringe, bin ich tot. Ich könnte halt ganz runterspringen und mich verstecken. Im Moment, wenn er sich hier rumdreht vielleicht. Aber irgendwie dreht er sich nicht rum. Eine Alarmstufe steht auch immer jetzt. Einfach, nein, nein, nicht da festhalten. So, dann haben wir das zumindest schon mal. Wir gönnen uns hier noch ein paar Blubberdingers, Blubberwasser. Und jetzt müssen wir irgendwie idealerweise da oben treffen. Natürlich nicht geklappt. Trifft er uns hier? Nee, aber unser Dings wird noch kleiner. Ach du Scheiße, jetzt kommt der natürlich unten. Jetzt klettert er gleich wieder hoch. Also es sind einfach Mistbiester. Man kann es nicht anders sagen. Hier ist eine Wand dazwischen. Das heißt, das geht. Dann müssen wir warten, bis er hier hochkommt. Und bam. Jawohl, wir haben die. Wir haben eine Plattform weiter. Wir sind eine Plattform weitergekommen. So rum. Beide gefesselt. Beide bestohlen. Sehr schön. Das gibt doch schon mal ein bisschen Mut. Dann wieder eine Etage runter. Und die nächsten Slicks. Die können aber schon mal nicht hier hochklettern. Das ist schon mal prinzipiell gut. Was haben wir? Wir haben wieder 4, 5 Stück. Jetzt. Ach, zu spät. Komm, rennt da rüber. Ja, rennt hin. Bam. Beide erwischt. Hier ist noch einer. Und der kommt jetzt natürlich auch noch hoch. Und bam. So, jetzt alle fesseln. Ganz schnell. Fesseln. 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 Sehr gut. Alle bestehlen. Weiß nicht, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass das Spiel, dass es eigentlich so gedacht ist, dass man nach der Plattform dann einfach hochlaufen kann zum Zug. Keine Ahnung. Irgendwie steht es ja auch immer noch als Quest da. Klettere zur vierten Plattform und wir haben ja alle Plattformen hier erreicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch gerade alles kompletter Quatsch, was ich mache. Wir müssten hier überhaupt nicht zurückklettern. Komm, den auch noch erwischen, bitte. Jawohl. Schnell runter. Und fesseln. Nein! Fesseln!
Fesseln, fesseln, fesseln. Du sollst fesseln. Es steht doch sogar fesseln da. Jetzt. So, nächste Plattform geschafft. Da oben wird es noch Blubberwasser geben. Ich nehme es mal lieber noch mit. Ja, eigentlich ist das schon ganz cool. So, wir haben das geschafft. Und wieder eine Etage runter. Wenn das jetzt wirklich absoluter Quatsch ist, was ich gerade mache, dann ärgere ich mich so dolle, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ja, es wird schon werden. Ich hoffe doch sehr. Zumindest sind schon mal wieder keine Slicks in der Nähe. So, jetzt ist die Frage, ganz zurück oder hier zurück? Weiß nicht, sind wir hier schon mal hochgeklettert? Oh Gott, wenn ich jetzt gestorben... Ne gut, ich gehe da nicht mehr um. Das wäre es jetzt gewesen. Wir haben hier schon mal wieder einen Checkpoint und er hat sich auch aktiviert. Gott sei Dank, wirklich. Wir haben es. So, jetzt fahren wir hier hoch und jetzt einfach hoffen, dass wir da oben in die... Nein, nein, nein! Nein! Ach du Scheiße, wie fies ist denn das? Nicht den Aufzug drücken. Gut, wir bestehlen ihn nicht. Nee, das reicht nicht. Ja, natürlich. Wir könnten eventuell mit einem Gummistein-Dings diesen machen, ja. So. Fesseln. Noch ein Checkpoint. Sehr stark. Muss aber irgendwo noch mehr. Der ist schon. Oh, das Mudokon von uns, der gefesselt ist. Ich glaube, wir haben keine Möglichkeit mehr, den abzugeben, weil das Vogelportal war ja gerade da oben. Tut mir leid, mein Guter, wir lassen dich liegen. Ich möchte einfach nur noch fertig werden mit diesem Level, weil dieses Level hat mich echt fertig gemacht. Keine weiteren Slicks. Können hier nochmal auffüllen, aber ich glaube, wir haben nicht so viele verschossen. Und hoch mit dir. So, jetzt bitte nicht wieder direkt. Ich wähle gleich mal hier das hier aus. Kein Slick, kein Slick. Es sieht gut aus. Wir sind oben angekommen. Jetzt lass das bitte noch klappen, dass wir in den Zug zurück machen. Und dann bin ich glücklich. Hier. In den Zug mit dir. Es sieht gut aus. Jawohl. Wir haben es endlich geschafft. Ja, über eine Stunde hat es gedauert. Das auf jeden Fall. Es war ein echt schweres Level und teilweise sehr nervenberaubend. Nervenraubend so rum. Aber wir haben 35 von 35 Treffern mit Steinbonbons, 20 Schließfächer gefunden. Wir haben 20 Slicks gefangen. Ja, 64 Mudokons gerettet. Das war nicht so das Tolle. Und 3 von 4 Gelee Royal. Sieht prinzipiell erstmal gar nicht so verkehrt aus. Ihr habt es aber gerade gesehen, hier oben bei Ziele steht immer noch, klettere zur vierten Plattform und nimm den Lift zum Bahngleis. Also ich glaube, das war nicht so gedacht, wie wir jetzt gelaufen sind vom Spiel. Aber ich habe nicht gesehen, wo wir noch hätten hingehen können. Vielleicht, wir hatten ja auch davor den Bug, dass wir da irgendwie durch die Wand gegangen sind und schon in diesem Gebiet waren, obwohl wir da eigentlich noch nicht sein sollten. Eventuell hat da irgendwas gebuggt oder ich habe irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht genau. Wir haben das Level geschafft. Drückt die Daumen, dass das nächste besser wird. Ich hoffe sehr. I tell you, he knows how to drive a train. He swiped the manuals out of shipping years ago. He's been reading them ever since. Well, I was given this from a Wadakan escapee from Necromines. He died looking for us. That's terrible. What's that? A map? Huh, I guess it is.
And this came with it. Wow! Creepy, right? Yeah, creepy! With his last breath, he said they're all dying. Well, who's dying? Our followers. They're all dying. What do you mean, our followers? I think he means, since we fled the farm, rumors have been spreading throughout the factories. Hudakins have started escaping, and now they're trying to find us. I told you that would happen! Anything else? Well, I found some sick Hudakins. They escaped from other factories, but they were dying. All of them were dying. With their help, I discovered an antidote. I made some medicine, and it fixed them. But I still don't know why they got sick. Nothing else? He said we needed to find the Keeper. What's the Keeper? What's it doing? I don't know. Even though the train is bouncing around, the light stays right on. Necrom. The Keeper? I hope it ain't telling us. The Keeper is in Necrom. Nobody wants to go to Necrom. It's like Barrett's coming up. What are we gonna do? I also found another guy. He left a note for me. Said we gotta know what's on this tape. Is that an old Blader tape? Not too old. They still using that communication output. Okay, looky here. Slate Barracks is the next stop on this line. It should have a communication outpost, shouldn't it? Yep. If we don't take out that comm tower, then every factory ahead of us, including Necrom Mines, they're gonna know we coming. But first, I gotta play this tape. Yep, you gotta play that tape. Und da sind wir angekommen in den Slick-Baracken. Ich hatte tatsächlich doch recht mit diesem Teil, was uns der erste Typ gegeben hat, der dann gestorben ist. Dass es ja doch eine Karte war. Ich hatte in der Folge gesagt, ich glaube, das ist eine Karte. Und dann haben wir aber ja direkt, nachdem wir das bekommen haben, konnten wir ja chanten und hatten hier diese leuchtende Kugel. Und dann fiel mir so im Nachhinein beim Spielen auf, ach warte mal, ich bin doch dumm, der hat uns bestimmt hier diese Chant-Kugel, was auch immer da gegeben. Aber nein, ist tatsächlich nicht das. Also hatte ich mit meiner ersten Aussage wohl doch recht. Erlange Zugang zum Funkturm. Damit die Glukons nicht von Apes Ankunft erfahren, musst du ihre Kommunikationswege unterbrechen. Vielleicht findest du auch heraus, was sich auf diesem Band befindet. Hinweis, finde einen Weg durch die Baracken zum Eingang des Turms. Sehr, sehr gruselige Umgebung hier. Es wird wahrscheinlich wieder alles voller Slicks sein, wenn wir in den Slicks-Baracken sind. Also macht euch schon mal gefasst auf viele Tode. Oh Gott, jetzt wollte ich ihn gerade abwerfen. Come on, let's go. Up with the odd. Kommst du mit hier durch? Nee, ne? Muss ich dem mit sagen, dass er warten soll? Ich hoffe nicht. Blechdose, Waschmittel, leere Flasche. Nochmal leere Flasche. Ich glaube, wir müssen wieder eine ganze Menge Nebelschleier herstellen. Können die das? Nö. Klebeband, Mula, wieder eine ganze Menge Items und 45 Mudokuns. Ich weiß schon, es tut mir leid, es werden wieder ein ganz paar davon sterben. War das? CEO claims supernatural
lightning strike started fire. But did Moloch burn down his own farm? So far, that's what it's looking like. To be more accurate, it looks like he didn't just burn down that farm of his. He also killed over 300 of the poor mutts working for him. 300 lives gone up in smoke. Don't make excuses for him. Abe, but who is Abe, if even there is an Abe? Oh, wir haben gerade ein Problem. Der Slick steht gleich auf, die Kamera sieht uns, wir müssen unbedingt eine Dings bauen. Nebelschleier. Den ganz schnell ausrüsten. Hier hinwerfen. Und reinstellen. Wir haben aber auch nichts anderes mehr. Können keine Flummi-Bonbons herstellen. Können eine Mine herstellen. Können wir jetzt nur die hier drüben hinwerfen und hoffen, dass der da rüberläuft. Sonst haben wir gleich ein Problem. Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Hier kommen wir aber nicht durch. Haben wir hier? Hier schon reingeguckt? Ja. Ah doch, jetzt ist er reingelaufen. Aber die Kamera ist halt ganz schön bescheiden. Du sollst ihn fesseln. Danke. Ja, kam nochmal kurz das Radioprogramm. So, jetzt müssen wir mal schauen mit der Kamera. Wir warten erstmal hier. Ich hoffe, der löst sich gleich auf und ist nicht wieder so einer, der dann aufsteht. Sehr gut. Wie weit guckt denn die Kamera? Sieht die uns ganz hinten? Ich glaube nicht. Dann brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Nebelschleier. Wir können ja auch diesen machen. Und dann haben wir das auch geschafft. Da oben ist noch ein Slick. Bräuchte halt mal wieder irgendwas zum Werfen, weil wir haben noch einen Bonbon, das bringt mir gar nichts. Gegengift brauchen wir auch nicht. Wir können ansonsten nichts herstellen. Find's komisch, dass oben das Dings leuchtet. Als könnten wir noch was Neues herstellen, als hätten wir ein Rezept, aber ich wüsste halt auch nicht was. So, wir haben nichts, um den... Oh, können wir mal wieder chanten? Ey, wir können ja mal wieder chanten. Schon wieder ganz vergessen, dass das ging. Bam! So geht's doch auch. Cool. Endlich mal wieder. Gebräuflasche Mula. Klebeband Gebräuflasche Mula und noch ein Chili Royal. Also ist wohl das Ende vom Spiel das Ziel, Necrum zu besuchen, weil dort die Wächterin ist. Gott, das schaffe ich doch im Leben nicht, da hochzuspringen. Ich kenne mich doch. Okay. Oh, oh. Brauchen wir Nebelschleier? Ich glaube, wir brauchen Nebelschleier. Gib mir Nebelschleier. Gib mir Nebelschleier. Schnell. Das war eine ganz schön knappe Kiste. Wie weit kommt die Kamera? Geht nur bis dorthin, okay. Ah, wir bräuchten wirklich mal unbedingt was zum Werfen. Ja, weil hier können wir nicht chanten, verdammt. Ungünstig. Können uns zwar mit Nebelschleier irgendwie dran vorbeikämpfen. Oder vorbeischleichen, besser gesagt. Ich glaube, das müssen wir auch tun. Dreht er sich auch irgendwann mal wieder rum, wenn er sich beruhigt hat? Yep. Nein. Das war fies, war nur angetäuscht. Er dreht sich bestimmt jetzt rum, sobald die Kamera hierher guckt. Ja, aber wenn er so stehen bleibt, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Nahkampf können wir leider nicht. Gute Frage. Ich habe nichts. Ich kann keine Flummi-Bonbons. Ich kann nur Nebelschleier. Kann keine Minen. Ich kann nichts herstellen. Anderen Weg habe ich jetzt nicht gesehen. Irgendeinen Automaten, wo wir uns was kaufen könnten, habe ich auch nicht gesehen. Obwohl, wir haben noch sechs. Ah, wir haben sechs Bonbons. Die müssen wir jetzt aber auch gut treffen, ne? Nein! Hey, ja, wir haben es geschafft. Hoch mit dir, hoch mit dir. Das war jetzt aber Glück. Stellt euch mal vor, wenn ich die jetzt irgendwo verworfen hätte,
wären wir nicht weitergekommen im Spiel. Mula. Da oben kommt schon wieder der nächste. Und bei dem habe ich jetzt ein bisschen Sorge, wie wir das hinkriegen sollen. Gut, der dreht sich rum. Ist ja schon mal freundlich. Können wir einfach schnell dran vorbeiklettern. Mir sind die Spinde jetzt egal. Wir sind beim Checkpoint angekommen und machen hier auch erstmal Schluss. Ich bin extrem froh, dass wir das letzte Level beendet haben. Ich glaube, hier wird es langsam wieder etwas gemütlicher. Wir können auch mal wieder chanten. Hoffentlich bleibt es dabei. Und dann sehen wir uns morgen 12 Uhr zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.